liebe Freunde, die Finanzmarktrunde braucht dringend neue Fans und ich bin auf der Suche. Ich glaube, einen habe ich gefunden, der sich wahnsinnig dafür interessiert, ob der DAX jetzt in die Jahresendrallye einmündet und ob Janet Yellen da noch Störfeuer unterbreitet und was eigentlich mit Matteo Renzi ist und wie die Italiener eigentlich ihre Verschuldung in den Griff kriegen, wenn das Abstimmungsergebnis nicht so ausfällt wie erwartet und ob der Rückzug von Nicolas Sarkozy bzw. seine Niederlage in den Vorwahlen irgendetwas Bullisches für den französischen Markt mit sich bringt. Ja, auch das werden wir diskutieren und selten hat man so schöne Metaphern, die vor einem rumlaufen. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich diesen kleinen Kerl hier, obwohl so klein ist er ja gar nicht, überreden kann einzuschalten. Also 18 Uhr am Mittwochabend, Egmont Heidt wird zu Gast sein und der bringt dann auch die nötige Seriosität ins Webinar, wird nochmal erklären, warum der Markt nach und mit Donald Trump jetzt so ein bisschen ins Stocken geraten ist und ob wirklich diese Dollarstärke nachhaltig sein muss oder mittelfristig doch nicht die Erkenntnis durchkommen könnte, dass Trump all seine schönen Vorgaben ja finanzieren muss und dass die Verschuldung der USA in die Höhe treibt. Und dies dazu führt, dass man den Dollar vielleicht dann doch irgendwann nicht mehr so stark haben muss wie gegenwärtig. Das ist übrigens hier in Kambodscha gar nicht so schlecht, weil dann kriegt man mehr Riel fürs Geld, allerdings dann wieder umgekehrt. Ja, man muss ja den Dollar abrechnen und das ist dann natürlich auf der Abrechnung zu Hause nicht mehr so dolle. Übrigens, wo wir beim Wahlergebnis in den USA noch sind, ich habe es mir mal angeguckt, der Gini-Koeffizient Kambodschas ist etwas schwächer als jener der USA, aber auch die USA sind mittlerweile auf einem ganz, ganz miserablen Weg. Den besten Gini-Koeffizienten hat übrigens das Land Slowenien, relativ dicht gefolgt auch von der Schweiz, abgehängt weltweit im Gini-Koeffizienten, also wie ausgeglichen eine Gesellschaft ist in sozialer Hinsicht, Lesotho und Südafrika und dann kommt ein Potpourri afrikanischer Diktaturenstaaten, wenn man das so will. Also auch das können wir mal diskutieren und derweil mit den Bullen oder jedenfalls denen mit den Hörnern und dem allerbesten Fan der Finanzmarktrunde bis 18 Uhr am Abend. Und er darf jetzt nochmal, wenn er winkt, wäre das großartig, aber er ist nicht dafür zu kriegen.